Ja, Thema Minimalismus und wie weit man es da treiben kann und inwiefern das sinnvoll sein kann. Und da möchte ich zuallererst sagen, dass es bei jedem einfach anders ist und dass es keine Extreme per se gibt, weil das wäre ja dann wieder eine Gleichmachung von allen Menschen. Und was gleich bei den Menschen ist, das sind halt gewisse Grundbedürfnisse, das ist halt richtig. Und da gehört auf jeden Fall auch zu, das Bedürfnis nach einer gewissen Form von Sicherheit und auch, ja, dass man halt ein Dach über dem Kopf hat, sage ich mal so. Aber was jetzt für einen persönlich Sicherheit bedeutet zum Beispiel, das ist, denke ich mal, sehr individuell. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach, ich könnte jetzt sagen, dass ich vertraue, darauf vertraue, dass ich halt immer genug habe. Aber ich glaube, mit dieser Aussage kommen die meisten Menschen nicht klar und würden dann direkt sagen, ja, das denken sich Obdachlose auch und dann stürzen sie halt total ab. Aber ich denke, dass es bei Obdachlosen jetzt zum Beispiel so ist, dass sie ein extrem, wirklich extrem angefressenes Selbstwertgefühl haben und sich ja dann auch nicht, sie können sich nicht erlauben, ein Leben zu führen, was lebenswert ist. Und sie schaffen es einfach psychisch nicht und haben diese Stärke dafür einfach nicht mehr mit diesem System klarzukommen, sage ich mal so. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich denke, dass man auch immer was hat, was man geben kann. Und ich schreibe zum Beispiel gerade ein Buch oder ich mache sowas Ähnliches wie Ernährungsberatung. Ich sage sowas Ähnliches, weil es eigentlich eher ganzheitlicher ausgerichtet ist. Und das gebe ich halt auch und dafür kommen dann auch Sachen zurück und die Energien fließen dann einfach. Und bekomme dann zum Beispiel Angebot, dass ich mal hier oder mal da bei jemandem halt für eine längere Zeit ja, sein kann. Und also seit März habe ich keine eigene Wohnung diesen Jahres und wo ich jetzt gerade bin, das ist ein Haus, was verkauft wird. Das kann ich kurz zeigen. Mal kurz hier Display umdrehen, damit ich sehe, was ich hier richtig filme. Also es wird gerade verkauft und ich bin dann hier und halte es sozusagen in Stand, mähe den Rasen und so weiter und kann dafür dann halt hier erstmal leben und das wird jetzt versteigert und ab Montag bin ich dann hier weg. Und erstmal auf einem Hof von einem Freund, wo ich dann halt arbeiten kann gegen Kost und Logis. Das heißt, dass ich da halt arbeiten kann, was mir halt auch Spaß macht, diese Sachen, weil wir da auch eventuell eine Gemeinschaft aufbauen wollen mit Gleichgesinnten. Und da kann ich dann halt dafür schlafen, Internet nutzen und solche Sachen. Wir arbeiten aber gerade auch noch an einem anderen Projekt, noch an einem größeren Gemeinschaftsprojekt. Und ja, das sind für mich einfach Konzepte, die für mich mehr Sinn machen, als wenn ich jetzt als Einzelperson eine Wohnung habe oder in der WG bin mit irgendwelchen Leuten, die ich halt gar nicht so gut kenne. Also wir haben da jetzt schon unsere Gleichgesinnten, sag ich mal, gefunden. Also wir haben uns untereinander gefunden. Und das finde ich halt viel besser, dann so ein Selbstversorgerprojekt auch zu starten, ein gemeinschaftliches. Ja, ein Einkommen habe ich jetzt seit Juli nicht mehr. Ich habe da ein paar Sachen dann bei eBay verkauft, die ich eh nicht mehr brauchte. Oh, da hinten sind gerade acht verschiedene Jogger. Da sind die hinterm Baum, naja. Ja, ein paar Sachen bei eBay verkauft und da bin ich jetzt ein paar Monate halt mit rumgekommen, weil ich die Sachen halt eh loswerden wollte und nicht mehr brauchte. Und jetzt schreibe ich halt, wie gesagt, gerade an einem Buch und was ich auf Spendenbasis rausbringen werde. Und ich brauche halt auch nicht viel und ein bisschen Kohle kann man halt immer irgendwo herbekommen. Und ja, man hat immer halt auch was man selber geben kann. Und wenn ich dann halt ein Kilo Reis für 85 Cent hole oder mir auf dem Feld vom Bauern die Kartoffeln, die übergebliebenen aufsammeln, wo die Bauern sogar froh drum sind. Das ist halt alles möglich. Oder halt Food Saving betreibe, dass man sich als Food Saver anmeldet und dann das, was Supermärkte bzw. auch Biomärkte dann normalerweise wegschmeißen würden, dass man das halt rettet und für sich und an andere weitergibt. Also für sich Nutzen an andere auch weitergibt.
was ich auch ökologisch halt viel sinnvoller finde, da halt 50% ungefähr der Lebensmittel in Deutschland weggeworfen werden. Also es gibt halt immer Möglichkeiten und ich möchte mich da einfach von dieser Angst lösen, dass man halt diese feststehenden Sicherheiten wie ein geregeltes Einkommen, Wohnung und so weiter brauchen würde. Also ich bin damit nicht glücklich geworden und mir war es eigentlich schon als kleines Kind klar, ich will kein Auto fahren, ich will keiner herkömmlichen Arbeit nachgehen. Also ich arbeite halt, aber nicht in diesem System, sage ich mal so. Also wenn wir halt diese Selbstversorgergemeinschaft haben, habe ich kein Problem damit, den ganzen Tag da im Garten in der Natur zu arbeiten oder halt in der Scheune da irgendwas handwerklich aufzuarbeiten, weil ich dann halt mit meinem kompletten Herz und mit meinem kompletten Sein halt dahinter stehe. Ich habe aber trotzdem halt nichts per se gegen Jobs im System, in Anführungszeichen. Kann ich mir auch vorstellen, aber halt nicht momentan. Momentan steht einfach was anderes an. Ich kann mir auch vorstellen, weiß ich nicht, jetzt vielleicht nicht unbedingt im Aldi zu arbeiten, finde ich aber auch nicht per se schlecht, ist nur jetzt für mich persönlich. Also wenn man halt einfach irgendwo einen Job annimmt, um halt seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können, dann ist das ja nichts Schlechtes, aber ich möchte halt auch irgendwann mal weiterkommen und nicht auf dieser Stufe stehen bleiben, sage ich mal so. Aber das heißt nicht, dass es jetzt irgendwelche Stufen gibt, die schlechter wären als andere. Da kommt von meiner Seite jetzt einfach keine Bewertung, aber es ist halt so das, was mein Herz mir sagt und ich glaube halt daran, dass ich die Stärke besitze, das zu schaffen. Also mache ich das und will mich nicht von der Angst ja, irgendwie daran hindern lassen. Aber ich möchte es trotzdem halt nicht unbedingt empfehlen, mir das nachzutun. Ihr müsst halt selber gucken, was euer Herz und auch euer Verstand dazu sagt, ob ihr euch sowas oder sowas Ähnliches zutraut. Und also wenn es um andere Menschen geht, bin ich halt eigentlich eher dafür, ja, ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen, sage ich mal, bis man sich selber so eine Stärke auch angeeignet hat. Und das ist bei vielen Menschen, glaube ich, nicht der Fall, ohne das auch wieder zu bewerten. Und das ist nichts Schlechtes. Also ich bin selber auch nicht unbedingt stark oder in jedem Bereich oder sowas. Das ist ja auch ganz individuell. Jedenfalls glaube ich, dass das für die meisten einfach nichts ist. Für die allermeisten. Aber für mich ist das genau mein Ding. Und das war für mich schon als kleines Kind, wo ich 5 oder 6 war, da war es mir schon absolut klar, dass ich das alles nicht will, dass das alles so unökologisch ist in dieser Welt und irgendwie krank auf mich wirkte. Und dass ich da halt konsequent einen anderen Weg gehen möchte. Und für mich funktioniert das halt super und ich bin auch wirklich extrem glücklich damit und dass ich halt auch dann konsequent das mache, was mir Spaß macht und dann auch Energie geben kann oder halt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe oder YouTube-Videos mache oder Blog-Einträge verfasse und Leute coache und berate, das will ich halt sowieso machen, weil ich einfach auch teilweise hier bin, um halt Menschen zu helfen und zu inspirieren irgendwo. Und das mache ich halt gerne und das ist halt auch eine Form von Energie. Da muss ich aber jetzt nicht unbedingt dann irgendwas anmelden bei irgendeinem Finanzamt und dann irgendwie eine große Sache draus machen und so weiter. Sondern mir reichen da diese Spenden und diese ganze Papierkram. Das ist einfach nicht meine Welt, sage ich mal. Und damit dann irgendwie Zeit aufzuwenden. Möchte einfach nur ja, wirklich so leben, wie ich es halt gerade im Moment für gut heiße für mich. Und ja, nicht irgendwelche tausend Verpflichtungen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einem Selbstversorgerhof oder einem anderen Projekt arbeite, dann ist das für mich gar keine Verpflichtung, sondern ich will das dann ja machen aus vollem Herzen und bin total motiviert dabei, muss gar nicht drüber nachdenken, sondern ich mache das dann einfach. Und das dann auch Tag für Tag. Und das ist für mich halt ja natürlicher, als wenn ich dann irgendwelchen Papierkram mache. Aber wenn man da auch hintersteht, hinter seinen Projekten und das halt mit Papierkram verbunden ist oder irgendwas anderem, dann kann man das natürlich auch aus vollem Herzen machen und da ist dann auch nichts dabei, sage ich mal. Da gibt es für mich einfach keine Bewertung, sondern nur das, was jeder für sich selber finden muss, herausfinden muss. Für mich gibt es halt nicht per se gute oder schlechte Dinge. Es kann auch sein,
dass ich dann in ein paar Jahren irgendwie ein Studium doch nochmal anfange, weil ich dann richtig Lust drauf habe. Und dann sind die Sachen, die damit verbunden sind, die werden dann einfach irrelevant, weil man dann einfach das Ziel hat und es dann einfach macht und machen möchte. Und da gibt es deswegen keine per se guten oder schlechten Sachen. Aber momentan möchte ich halt erstmal was anderes machen, was halt wirklich konsequent im Einklang mit der Natur steht. Und dann, ja, denke ich mal, dass man damit dann auch einige inspirieren kann und dass da halt auch viel Liebe mitschwingt, sage ich mal. Und dann kann man weiter sehen, was man danach macht. Aber ich will halt erstmal so eine Basis aufbauen, was so richtig in der Natur verankert ist, so eine richtige Basis. Und dann schaut man halt weiter. Und also zum Thema Extremminimalismus. Also es ist halt so ein Clickbait-Video einfach. Also das Wort extrem. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, dass das Wort extrem halt nicht per se eine Richtigkeit hat, sondern dass das einfach individuell ist. Und für mich sind die Sachen, die ich mache, halt nicht extrem, sondern für mich ist das halt eine, also für mich ganz persönlich, für meinen Geist halt eine konsequente Natürlichkeit. Aber auch diese Natürlichkeit, wie gesagt, halt nicht allgemein definiert, dass das jetzt, dass das natürlich ist und deswegen muss das halt jeder machen, weil das irgendwie natürlich ist. Nee, sondern einfach nur für mich, das entspricht einfach meinem Naturell momentan in diesem Moment. Und das, was mir mein Herz sagt, also ist das für mich nicht extrem, sondern es ist einfach nur und ich mache das einfach fertig. Da ist eigentlich nichts groß dabei, also für mich jetzt. Und ja, sonst noch zu dem Thema, ich habe zum Beispiel in diesem Jahr erst zweimal meine Klamotten gewaschen. Weil ich leider noch zu viel auch habe. Das heißt, ich nutze die halt wirklich und lüfte die einfach meistens nur, weil ich meistens keine Flecken oder sowas da drauf kriege und ich lüfte das einfach regelmäßig und dann riecht das total frisch und normal und das reicht eigentlich, finde ich. Ja, solche Sachen. Ansonsten habe ich auch nicht so viel Besitz. Also einen großen 60-Liter-Rucksack oder 40 Liter sind das, glaube ich, weiß nicht genau. Oder 70 sogar. Da passt eigentlich alles rein und das mache ich halt aber auch nicht, weil ich irgendwie der Meinung bin, das ist jetzt das Natürlichste und Beste, also muss ich das so machen. Sondern es war auch schon immer bei mir da, dass ich nichts anfangen kann mit so viel Materie. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also, es ist nur für mich persönlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hobby habe und kann ich auch gleich noch was zu sagen, dann machen halt gewisse Dinge Sinn, wie zum Beispiel eine Werkstatt oder sowas, eine Kunstwerkstatt zu errichten. Das macht dann auf jeden Fall Sinn. Wenn man momentan die Möglichkeiten dafür hat und das momentan einfach ansteht, weil momentan steht das für mich halt nicht an. Aber in diesem Gemeinschaftsprojekt werden wir dann auch sowas wie ein Tonstudio und solche Sachen haben. Weil das, ja, deswegen gibt es halt keine allgemeine Definition von Minimalismus. Wenn es halt wirklich ein Hobby ist und damit wirklich was erschaffen wird und was halt wirklich Spaß macht und anderen Leuten auch was bringt und im Einklang mit der Natur ist, ökologisch ist, dann ist da einfach nichts gegen einzuwenden, sondern dann ist das sogar gut, weil Natur heißt auch Wachstum und Fülle und Reichtum. Und Minimalismus ist für mich halt kein Gegensatz zu Reichtum, absolut nicht. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch noch ein Schlagzeug, also das besitze ich auch noch. Das steht dann bei meinen Eltern momentan und werde ich dann eventuell mit in ein Gemeinschaftsprojekt mit reinbringen. Aber mir macht das halt keinen Stress, dass es jetzt irgendwo halt einfach steht. Und ja, ansonsten mag ich halt selbstgemachte Kunstgegenstände ganz gerne und ja, inklusive Bilder und sowas. Das habe ich dann schon ganz gerne. Aber ansonsten habe ich eigentlich lieber alles, was so in einen Rucksack reinpasst, sage ich mal so. Momentan. Jo. Ja, ich mache mal keine Zusammenfassung, sondern verabschiede mich. Ciao.